Jo Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Video. Squad Builder Battle Time. Und hier habe ich nicht nur einen geilen Spieler, der aus meinem Land kommt, aus meiner Stadt, David Alaba, Österreicher Wien. Geile Karte, die Footies-Version. Das erste Mal in FIFA 19 auf meinem Kanal. Dika aus dem Osten. Grüße dich, Chris. Hi. Ja, einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin mega heiß auf Alaba, vor allen Dingen als Stürmer, weil so schlechte Schusswerte hat er halt einfach absolut gar nicht. Ja. Aber ein schönes Spielchen hoffentlich. Das ist eine mega geile Karte. Ich hab den auch jetzt in meinem Main-Team. Und Leute, wenn ihr euch freut, dass Chris wieder zurück auf meinen Kanal ist, hinterlässt gerne ein Däumchen nach oben. Und ja, in FIFA 20, glaube ich, haben wir gesagt, machen wir jetzt eh wieder mehr. Hat alles zeitlich einfach nicht gepasst, weil viele gefragt haben, yo, machst du keine Videos mehr mit Chris und so weiter. Jetzt ist zumindest ein Video für FIFA 19 da. Und ja, mein Lieber, hast du noch was zu sagen oder können wir starten? Nee, ich bin heiß. Soll ich reinhalten? Ja, du kannst sehr, sehr gerne reinhalten. Ne? Also bei mir okay. Alle drei ZOMs. Und haltest du gerade rein? Ja, mach ich. Also Leute, bei den mittleren ZOM werde ich mich gleich erklären. Diese Karte gibt es auch als ZOM. Ich werde aber die Version, wenn ich sie haben darf, die ZDM-Version verwenden. Natürlich umgeformt. Aber er hätte sie im Footbin gefunden. Es ist Team of the Season Goretzka. Rechtes ZOM. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt der teuerste Spieler mit Abstand, den ich tradable habe. Goretzka. Goretzka. Was war das denn, Digga? Und ich glaube, den wir so safe haben, diese Karte, Prime Euse. Okay, also, du hast, nochmal um zu wiederholen, Goretzka, Eusebio und der dritte war, den hab ich nicht verstanden. Havertz. Achso, ja, den hab ich. Havertz hast du? Havertz hab ich hab noch Reus aufgeschrieben und Brandt. Und ja, zumindest da kann schon mal ein Torhüter hin, das ist schon mal klasse. Die wichtigste Position für mich, die wichtigste. Ich wollte erst Goretzka aufschreiben, wusste aber, ich habe gedacht, den nimmst du dann eher im ZDM. Aber schade. Ne? Bitteres Ding. Es tut zu weh gerade. Und ja Leute, ein kleiner Cut, weil ich habe nämlich vergessen aufzuschreiben. Bis gleich. Okay, ging doch schneller als gedacht. Aber es ist halt die Frage, habe ich wem? Schalte rein. Aber es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, gerade auf der linken Seite beim FC Bayern. Deswegen habe ich mich auch für einen Bayern-Spieler links entschieden. Ne? Es gibt ja wirklich alle möglichen Spieler dort irgendwie auf der linken Seite. Von Gnabry über Ribéry über Coman oder sonst wen. Ich weiß nicht, ob du jemanden da aufgeschrieben hast oder ob du vielleicht sogar meinen Ronaldo aufgeschrieben hast, den ich ja mal gezogen habe. Aber ich habe die SBC noch abgeschlossen von Ribéry. Und rechts gehe ich mit Sterling. Also du gehst links mit Ribéry und rechts mit Sterling, oder? Ja. Ah, du gehst aber links mit einem Torhüter und rechts gehst du mit Sterling. Aha, so ein Ding ist das. Achso. Ich habe Ribéry und Robben aufgeschrieben. Na, belastend. Ja, ich habe erst gedacht, ich nehme vielleicht was anderes, aber okay. Ich wollte als erster Coman, aber ich wusste nicht, ob du den hast. Nee, Coman habe ich nicht. Der liebe Chris, alle drei ZDMs, ich habe aufgeschrieben, ich halte rein, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ja, mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall links mit der gleichen Karte, die du auch hast, und zwar Goretzka. In der Mitte gehe ich mit einer Icon. War, denke ich mal, klar, dass ich mit einer Icon gehe. Ich gehe mit Steven Gerrard, Prime Icon Moment. Und rechts gehe ich mit Bernardo Silva. Nein. Oder? Ja, genau. Nein. Ich habe geschwankt zwischen Bernardo Silva und De Bruyne. Ich habe De Bruyne genommen. Okay. Ndombele, Tots und Kanté. Ah, okay. Ja, gut, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das stimmt. Ja, also, haltest du rein? Ja. Da gibt es einen Spieler, den habe ich bei dir die ganze Zeit irgendwie versucht rauszusnipen, aber ich habe ja letztendlich doch selbst Team of the Season Witzel. Und dann habe ich einen, den ich gezogen hatte, aber den habe ich wieder eingelöst in einer SBC. Emre Can. Oh, okay. Ich bin gegangen mit Kanté. Team of the Year und ich bin mit Emre Can gegangen. Nice. Kann nicht wahr sein. Weil ich dachte, du spielst rechts dann mit Can. Ja, aber anscheinend spielst du links mit Can und rechts mit Witzel, aber das funktioniert gut. Finde ich klasse. Kann nicht wahr sein. Die ganze rechte Seite. Ja, sehr gut. Ja. Lecker. So muss das sein. Aber gut, es ist halt die rechte Seite und bei mir ist halt die linke Seite halt auch mit Bronze-Tool. Also schlimm ist es bis jetzt noch nicht. Ne?
Schwierig wird das werden, schwierig. Okay. Außenverteidiger. So, Jungs, Abfahrt ist angesagt. Außenverteidiger, ich bin mega gespannt, wie du nimmst. Keine Ahnung. Let's go. Also, links lass ich's. Da bin ich mir irgendwie sehr, sehr sicher, den hast du nicht. Kostic Tots, aber rechts wird's dangerous werden. Es ist Florenzi. Florenzi? Hä, aber rechts spielt doch... Emre Can spielt doch links, oder? Nee, rechts. Oh. Hä, aber... Okay, dann hab ich's verkackt. Ich hab Alexandre und Hakimi aufgeschrieben. Grüße gehen raus. Du darfst beide behalten. Lass ich hab dir sogar gesagt, dass der rechts war. Echt? Mach ja. Ja, völlig lost unterwegs bin ich mal wieder. So, yes. Okay. Nützt halt alles nichts. Fackel mal eine lange. Mach ich weiter mit meinen. Du hältst bestimmt schon rein. Oh Mann, ey. Ja, ich gehe links mit Roussillon, Tots und rechts gehe ich mit Aurier, Champions League Karte. Ich hab links Schulz und rechts Da Costa. Perfekt. So muss es sein. Nächste Runde. Sehr schön. Abfahrt, Innenverteidiger, Torhüter, let's go! Das Finale. Ich hatte leider Gottes sehr, sehr wenig Plan. Ich probiere es mit dieser Variante. Hoffen wir mal, dass die Variante sehr, sehr schlecht ist. Ja, denn ich gehe einmal 90er Innenverteidiger links mit Mats Hummels. Rechts gehe ich mit... Es gab so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich hoffe, du hast den nicht genommen. Davinson Sanchez, 91er. Und im Tor gehe ich mit Hugo Lloris. Ja, gut. Von all den dreien, die ich aufgeschrieben habe, war einer dabei, den ich eigentlich nur einfach so aufgeschrieben habe. Genau, den einfach so habe ich auch erwischt. Cool. Der einfach so heißt Hugo Lloris. Och, come on, ey. Dann habe ich noch Upamecano und Alderweireld aufgeschrieben. Also Bronze-Torhüter, wow, Hype. Geil. Aber der Bronze-Torhüter kann sein wie eine Icon, Alter. Das ist manchmal zu krass. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht treffe ich ja deinen Torhüter auch. Let's go. Also, das ist auch ein bisschen risky. Ist ein 79 Rating, was ich in die linke Innenverteidigung reinstelle. Ist eine UCL-Karte von Diallo. Rechter Innenverteidiger ist Team of the Season Mancini. Und den Torhüter, der ist auch ziemlich risky. Es ist Future Star Lafond. Kommt doch kein Mensch drauf auf die Spieler, ey. Ich hab Süle, Neuer und Chiellini. Woo! Füße gehen raus. Woo! Den habe ich heute gezogen sogar. Chiellini. Hype. Oh mein Gott, ey, das kann schon wieder was werden. Ich hab schon wieder richtig Angst, ne? Ist wieder klasse, Chris. Ist wieder klasse. Öschlinger gefreut sich, Öschlinger. Hype! Aber trotzdem, dein Team sieht trotzdem mega geil aus. Ja, bis auf die zwei Bronzestürmer-Spieler. Ja, aber nützt halt alles nichts. Ja, GG, mein Lieber. GG, gutes Spiel, mein Lieber. Abfahrt ist angesagt. Oh, ich bin gespannt, ey. Ich bin so gespannt. Komm, schick durch. Nein! Nein. Ich wusste es. Oh. Let's go! David ist es doch gewesen, oder? Hab ich gehört. Ja. Ja, der David! Das sieht ja erst aus wie Komar, seit wann hat der so helle Haare? Der hatte, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren hatte er solche. Nein! Ich hab deinen Finish nicht getroffen. Halleluja, ey. Boah, das ja, alles gut. Positiv, positiv denken. Nichts passiert hier. Oh, was? Keeper! Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Was ist das? Bruder. Ja. Der Alaba. Macht doch einen Kehnzeuger hier, hab ich gehört. Ich wollte schon endlich rausschreien. Ah ja. Wahnsinn. Nein! Warum schießt der nicht? Oh, Alaba, Sterling! Ja! Das ist unglaublich. Ich hab, glaube ich, den Bronze Keeper drinnen. Wahnsinn! Absolut lucky, das Tor, ey. Wahnsinn! Alter Schwede. Das ist echt gut. Ich raff es nicht. Oh. Ich raff es nicht. Nein! Dann halt so! Oh. Ah.
99 Longshots, der Typ. Super krank. Ja. Pfeift Halbzeit. Ich hab keine Chance. Ich hab echt keine Chance. Ölschlingel. Naja, Bronze gegen Bronze. Aber da ist Russilo da. Voll. Er pfeift sogar Freistoß. Ja. Was? So muss das sein. War klar. Oh, weil der wäre halt reingegangen, weil der einfach abgetaucht ist, da drin. Da lag halt schon drin. Oh, hab sogar noch verstellt. Keine Chance. Sogar noch verstellt. Mit Einsichtsgrad bin ich zufrieden noch. Solange es nicht Olbe ist, äußer, meinte ich. Boah, aggressiv grätschen. Oh. Ja! Gut, er war relativ auf zentraler Platz. Ja. Nein. Oh, ich kann einen Spieler nicht wechseln! Oh. Okay, ich habe mich angefreundet mit Witzel. Nein, ja, schau das an! Du kannst froh sein, dass ich dir den reingeballert habe. Na, ja, weil er ist ein Liebste kenne. Oh, come on! Gib mir den Ball! Den Ball will ich! Hallo! Dankeschön! Und nein! Ja, Mancini hat dich... Und los. Und Abfahrt. Und nochmal. Hofmann! Oh, wie er sich durchsetzt! Hofmann! Oh! Das ist ein Bronze von dir, oder was? Ja, das war mein Torhüter. Der sich da übelst durchgesetzt hat gerade. Ist echt so. Weg! Oh Gott, der ist ganz weit weg. Ganz weit weg ist der doch. Alter. GG, mein Lieber, GG. GG. Wunderschön, Alaba hat getroffen. Das ist schon mal wichtig. Ja. Mein David hat mich abgeschossen. So abgeschossen. Dein Torwart war wirklich gut. Also man hat sein Rating nicht gespürt. Ja, ne, ist krass. Sagst du aber auch, oder? Man hat sein Rating nicht gespürt. Nee, fand ich auch gar nicht. Andy Scott. Okay, mein Lieber. Das geht schon. 23 Minuten hat es aufgenommen. So, ich hab jetzt, wie viele Discards? Einen, ne? Also machen wir 6 draus, okay? Wir sind im 4-2-3-1. Ich nehme einfach mal... ich nehme den Stürmer. Oh, du hast umgestellt. Ja, ich hab Gott sei Dank umgestellt. Nein, Mann, ich dachte, du hast nicht umgestellt. Es ging mir viel zu schnell. Ich hab Gott sei Dank gestellt. Aber es ist eine 93er Karte. Ja, immerhin. Eine, Kostic, über den ich sehr, sehr verärgert war anfangs. Keine Ahnung warum. Es ist Witzel. Ja, und da, da könntest du jetzt sagen, geil, ich hab Witzel abgestoßen. Er ist doch bestimmt noch 500k wert. Ha, danke, ey, dass ihr 300 Special Karten in die Packs packt. Der kostet nicht mal mehr 60k. Ja, hey, ist echt so. Wahnsinn, ZDM, die Preise. ZDM hab ich Euse und Alaba gegeben. Ah, okay, gut. Nee, die hätte ich da aber auch nicht genommen, ey. Aber okay, wenigstens was. Positiv denken, ne? Genau so ist es. Ja, gut, Leute. Wir haben ja bei Chris schon aufgenommen. Und ich würde mal sagen, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Das sind kranke Sachen passiert, kann ich euch jetzt schon sagen. Unglaublich. Würde mich sehr, sehr freuen. Hinterlässt hier nochmal ein Däumchen nach oben, solltet ihr neu sein. Ich würde mich über jedes Abo freuen. Chris, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und definitiv. Ich denke, FIFA 20 wird es öfter Pato und Zemexi geben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Chris hat das letzte Wort. Ciao. Ja, Jungs, macht's gut. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Abfahrt ist angesagt. Eskaliert hier mit den Daumen nach oben. Ich will hier 3000 Likes sehen, ohne Probleme. Abfahrt ist angesagt. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.